Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, wir kommen oder kamen immer noch nicht weiter. Wir müssen den Brief immer noch abgeben. Und ja, wir müssen irgendwie hier dieses Zeichen draufkriegen. Ich weiß noch nicht, wie. Der Professor wollte uns beim letzten Mal nicht weiterhelfen. Oh nein, ich hatte vergessen, dass die Musik losgeht, wenn ich rausgehe. Das heißt, ich werde mich... Ja, bei mir zu Hause bringt nichts, denke ich mal. Hier ist sonst auch nichts mehr, was man machen kann. Das ist nur die Plakette. Auf dem Schrottplatz haben wir, glaube ich, in der letzten Folge nochmal mit ihm gesprochen. Passiert da vielleicht jetzt irgendwas Neues, wenn ich da oben rumlaufe? Also wenn ich da rein möchte? Ich habe keine Zeit, an hunderte von Zimmertüren zu klopfen. Es muss einen besseren Weg geben, Halliwell zu finden. Also, wir suchen Halliwell. Unter dieser Nummer hier haben wir ja letztes Mal schon mal angerufen. 3 nicht identifizierte Opfer. Das andere war, glaube ich, eine Finte, wenn wir das richtig verstanden haben. Oder das ist wegen einem Zeichen hier wichtig. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Die Nummer hatten wir ja auch schon mal angerufen. Wobei, ich schreibe mir die Nummer eben auf. 343311. Dann können wir nämlich beide nochmal probieren. Aber was soll sich da tun, ne? Das ist halt das Problem. Kann man da vielleicht eine andere Option wählen oder so? Und nein, ich gehöre nicht zu der Sorte, die mir das Gleiche tut und denkt, dass sich dann was ändert. Sondern ich gehöre zu der Sorte, die halt Point-and-Click-Spiele sehr oft gespielt hat und weiß, dass es da schon mal sein kann, dass sich was ändert. Hier spricht der Anrufbeantworter der Port Nicola Times. Die Redaktion ist zurzeit geschlossen. Mist! Okay, also da auf jeden Fall nicht. Bei dem anderen weiß ich jetzt gar nicht mal, was da jetzt überhaupt war, ehrlich gesagt. Das ist schon wieder eine ganze Folge her. Oh mein Gott, ich habe in der Zwischenzeit eine Nacht geschlafen und weiß schon wieder nicht mehr, was passiert ist. Guten Tag, Sie haben die Helltown Times erreicht. Wenn Sie sich dafür interessieren, eine Anzeige in unserer Zeitung zu platzieren, wählen... Da liegt er immer auf. Fernseher, mit ihm sprechen. Ja, Gästebuch haben wir ja schon mal reingeguckt, da war ja eigentlich auch nichts drin. Da hatten wir auch reingeguckt, glaube ich, oder? Hotel Rooms. Moment. Das sehe ich ja jetzt erst. Da ist ein Name durchgestrichen. Da ist nirgendwo Halliwell bei. Aber was ich jetzt erst hier sehe, ist dieses Frontdesk. Hotel Room. Und dann die Nummer. Moment. Ich muss mal eben... Falls wir da irgendwo die Nummer weitergeben müssen, was ich jetzt zwar nicht glaube. 680, das ist vorne. Und dann das gleiche. 68. Mit der Raute-Taste und die Raumnummer. Die Frage ist jetzt nur, links stehen, denke ich mal, die Raumnummern. Likes to come in very late. Vegetarier. Haben wir irgendwo... Port Nicola Reporter. Thurlow. Vorsitzende des Büros. Die ist nicht hier drin. Da ist der einzige Name Mattingly, aber das ist halt der...
Ach, Moment, Senatorin Thurlow? Sylvia Thurlow. Fotoarchiv. Wie hieß denn... Gouverneur. Notfalleinheit der Ranch. Also hier steht jetzt nichts drin. Was ist denn, wenn wir einfach mal die Zimmernummern hier durchprobieren? Moment, da haben wir die 10, die 11, die 23, 20, 13, 21 und 30. Keine Ahnung, ob uns das jetzt irgendwie hilft. Ich denke mal, die durchgestrichenen werden wohl nicht... ach, Mann, ich will immer mit Escape hier rausgehen. Oh, wie war das jetzt? Moment. 5, 5, 5, 3, 2, 6, 8, Raute und die 10. Guten Tag, Rezeption hier. Ja, hier spricht Carrington. Ich suche nach einer Person namens Halliwell. Dann haben Sie das falsche Zimmer angerufen. Schönen Tag noch. Aber wir sind auf der richtigen Spur, oder? Weil sonst würden die doch nicht so... Moment, 23, 68, Raute und die 11. Hallo, Mr. Hubbard? Ja, Vern Hubbard hier. Ich suche nach einem Reporter namens Halliwell. Reporter, sagst du? Schreibst du einen Artikel? Nein, ich versuche bloß Halliwell zu finden. Halliwell? Ist das deine Informationsquelle? Nein, ich... Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich alle Gäste hier im Hotel anrufen und sie ausfragen. Danke für den Tipp. Wirst du mich in deinem Artikel erwähnen? Klar. Bis später. Vor allen Dingen mache ich das ja gerade. Was haben wir jetzt? 23 haben wir noch. Hallo, Miss Clark? Ja, hier spricht Octavia Clark. Irgendeine Art von Lieferung? Ich habe heute einen interessanten Artikel in der Zeitung gelesen. Einen Artikel, was? Jetzt hast du mich erwischt. Das wolltest du hören, oder? Octavia Clark ist nicht ihr richtiger Name, stimmt's? Tolle Arbeit, Sherlock. Für wen arbeitest du, den Express? Oder bist du einer von Papas Gorillas? Kann eine Immobilien-Erwin nicht in ein Hotel einchecken, ohne dass ihr Schakale direkt überall herumschnüffelt? Tut mir leid. Falsche Nummer. Ja, schade, so für kurzen Moment habe ich echt gedacht, das wäre das Richtige. Na gut, weiter geht's. Ist doch gelacht. Wir müssen ja nur... Oh, nein, 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 nein. Ich habe nur einmal drauf gedrückt. So, Raum, was hatten wir jetzt? 23, 20. Hallo, Ursula James? Hier ist die Rezeption. Was wollen Sie? Okay. Ich suche nach einer Person namens Halliwell. Wenn diese Person nicht der Ornithologischen Gesellschaft angehört, kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Wie war der Name? Halliwell. Tut mir leid, nie gehört. Aber da war doch jetzt... Ich will das jetzt nochmal probieren. Die klang für mich irgendwie so ein bisschen... Hallo? Ursula James? Hier ist die Rezeption. Was wollen Sie? Ich habe heute einen interessanten Artikel in der Zeitung gelesen. Die Port Nicola Times hat einen spannenden Bericht über das Yelltown-Fieber gebracht. Haben Sie das? Ich weiß nichts über diese Krankheit. Ich bin Ornithologin und nur hier, um Vögel zu beobachten. Sie sollten den Artikel lesen. Okay, also ich denke, ich habe die richtige Nummer. Das wäre dann die 20. Er ist sehr interessant. Gruselige Geschichte. Er ist sehr interessant. Sehr gut geschrieben, sehr informativ. Tja, die Port Nicola Times hat immer mal wieder gut recherchierte Artikel. Was hat das mit mir zu tun? Ich bin nur eine Ornithologin.
Offenbar wurde ein seltener Steinadler in dieser Region gesehen. Das sagt ihm ein bisschen zu oft. Haben Sie schon den Yelltown-Adler gesehen? Den Yelltown-Adler? Jeder hier kennt den Yelltown-Adler. Ich bin sicher, jemand von der Ornithologischen Gesellschaft wird ihn erwähnt haben. Oh, den Yelltown-Adler. Ja, selbstverständlich. Ein ganz außergewöhnliches Geschöpf. Der Yelltown-Adler war eine Kellerbar. Ha! Sie hat vor einem Jahr zugemacht. Oh, verdammt. Miss Halliwell, ich habe eine Nachricht für Sie und ich glaube, sie ist ziemlich wichtig. Können wir uns treffen? Mir klingelt schon das Ohr von der ganzen Telefoniererei. Also gut, von mir aus. Okay, geh runter in die Hotelbar und warte dort auf mich. Woher weiß ich, dass Sie nicht einfach das Hotel verlassen? Gar nicht. Ich könnte doch hier stehen bleiben. Aber gut, sie hat gesagt, wir sollen runtergehen. Entweder werden wir jetzt verarscht oder sie wird unten auf uns warten. Oder wird hinzukommen, eins von beiden. Ich schätze, wir wurden verarscht. Ah, nee. Hallo? Sind Sie Halliwell? Ich heiße Harper Pendrell. Du hast eine Nachricht für mich? Vor wem verstecken Sie sich? Erstmal will ich wissen, was hier vor sich geht. Vor wem verstecken Sie sich? Die Nachricht, oder das war's hier. Hier, bitte. Der knickt aber schnell ein. Wie bist du da rangekommen? Puh, keine schöne Geschichte. Mir ist diese Frau begegnet. Sie, naja, ich glaube, sie war mit dem Fieber infiziert. Sie war zu krank, um weiterzulaufen. Verdammt, Patty. Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich habe den RHC-Notruf gewählt. Bevor sie sie holten, bat sie mich, ihnen diesen Umschlag zu bringen. Wie kommt's, dass die RHC-Leute dich nicht auch mitgenommen haben? Ich bin, weggelaufen. Du bist weggelaufen? Im Ernst? Was, wenn du dich angesteckt hast? Keine Sorge. Ich habe mich testen lassen. Mir geht's gut. Ich war seit Jahren nicht krank. Mein Immunsystem verteidigt mich wie ein Ninja. Also können Sie bitte mit dieser Geheimagentennummer aufhören und endlich mit mir reden? Ich vertraue dir nicht, Pendrell. Na dann würde ich sagen, müssen wir das Vertrauen erarbeiten. Und? Was steht drin? Schwer zu sagen. Scheint verschlüsselt zu sein. Irgendein Code oder eine Formel. Hier stehen Nummern und wellenartige Symbole. Was soll dieser 3-Fragezeichen-Blödsinn, Patty? Irgendwas läuft hier falsch, oder? Sie hat gerade noch zu mir gesagt, sie vertraut mir nicht. Und sie will mir nicht sagen, was los ist. Aber sie erzählt mir direkt hier fröhlich von wegen, ja, das ist irgendeine Art Code und hier und da. Ich glaube nicht, dass das ein Code ist. Das sind elektronische Symbole. Scheint irgendwas mit Radiofrequenzen zu tun zu haben. Was ist los? Bist du jetzt Rundfunktechniker? Ich bin einfach nur ein neugieriger Bastler. Ich spiele auch ganz gern mit Radiozeugs rum. Wie dem auch sei, ich brauche deine Hilfe nicht, Bastler. Doch, doch, du brauchst sie. Ich habe ein Radio. Ich glaube schon, dass Sie meine Hilfe bei der Nachricht brauchen. Wissen Sie, ich habe jede Menge Elektronikkram zu Hause. Lassen Sie mich einen Blick auf die Nachricht werfen? Woher soll ich wissen, dass ich dir vertrauen kann? Gar nicht. Sie können mir vertrauen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und um jemanden zu hintergehen, bin ich zu blöd. Aber mit Elektronik kenne ich mich ganz gut aus. Und ich habe das Gefühl, ich bin es dieser Frau schuldig. Na gut. Aber schreib's dir ab. Um jemanden zu hintergehen, bin ich zu blöd. Der war gut. Der hätte von mir sein können. Gut, dann gehen wir jetzt mal schnell nach Hause. Und schauen uns mal unser Radio an. Bin ich doch jetzt echt gespannt. Ich habe doch die ganze Zeit gesagt, dass wir mit dem Radio noch irgendwas machen können, bestimmt. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt auch die Frequenz mitgenommen. Habe ich, sehr schön. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, wie sieht das denn aus? Sollte ich mir vielleicht mal lieber aufschreiben. Die Frage ist jetzt, Moment, 164,89. Was sollen diese Zeichen davor bedeuten? 18,04, Durchschnitt 330 Grad, 11,18,93,
42 Grad. Ich muss das mal eben kurz abschreiben. Ich weiß, wenn man da nur zuschaut, dann kann das Ganze ganz schön nerven. Aber das ist mir jetzt lieber, als wenn ich jetzt hier die ganze Zeit so hin und her switchen muss, wenn ich da irgendwas im Raussuchen bin. Und ich bin ja die Meisterin im Verwalten des Chaoses, ne? Also ich habe hier überall Zettel und Stifte liegen. So. Dann sag mal an. Ich habe keine Ahnung. 18.4.1004. Was kann man denn überhaupt alles einstellen? Q? Das geht bis 100. Ach so, Moment. 18.04. Dann 330? Das hat doch bestimmt auch irgendwas mit FM und AM zu tun. Habe ich jetzt gerade jemanden gehört hier? Oder muss ich hier oben anfangen mit 330? Ach so, Moment, 18? Ach, 1804? 330. Ach, das dreht sich so schlecht. Na, komm schon. 1804, 330. Und dann? 1118, aber dahin komme ich doch gar nicht. Da könnte ich höchstens die 116,3 machen. 116,3 und die 41. 41? Was haben wir jetzt noch? 1118, 93 und 42. So, und jetzt ist die große Frage. Was hat das jetzt mit diesen 1164 auf sich? Also ich höre nichts. Ich kann aber nur die Knöpfe drücken. Hier unten tauschen. Achso, kann ich doch noch was drehen, ja. 1164. Hey, was ist das? Feldstudie Phase 1. Was zur Hölle? 31. Juli. Yelltown-Einheit. Yelltown? 5. August. Arbutus Hill-Einheit. Was ist das? Feldstudie Phase 3. 11. August. Ich hole Halliwell lieber her. Rette sich, wer kann. Und was halten Sie davon? Sehr interessant. Gut gemacht, Harper. Ich bin schon über eine Menge Sender gestolpert, aber noch nie über sowas. Das Datum zu Yelltown, das ist heute. Das ist ein bisschen beängstigend, oder? Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, das bedeutet, dass heute Abend hier irgendetwas passiert. Aber was? Genau das würde ich gerne herausfinden. Also, aufgrund diverser Outbreak-Geschichten von Viren und von Zombie-Seuchen und so weiter, kann ich nur sagen, wenn da schon von einer Feldstudie gesprochen wird, dass das unter Garantie irgendwas ist, was jetzt wieder in die große Ecke von der Verschwörungstheorie natürlich geworfen wird. Schade, dass die leider sich sehr häufig als wahr bewahrheiten, ne? Dass
die halt ein Virus entwickelt haben, was die wahrscheinlich militärisch einsetzen wollten. Und Feldstudie heißt ja nichts anderes, als dass man das in, ja, sozusagen der freien Wildbahn testet. Und dafür hat man sich dann immer bestimmte Gebiete ausgesucht, die dann irgendwelche Kriterien entweder erfüllen oder eben die random ausgesucht werden. Also ein Kriterium wäre zum Beispiel, das ist weit weg oder das ist beispielsweise im Ausland, wenn man das Ausland angreifen will. Also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, jemand möchte Amerika angreifen oder sowas. Dann wird das da getestet beispielsweise. Wobei die dann natürlich wiederum gewarnt werden dadurch, dass sowas ausbricht. Und es ist sehr, sehr spannend im Moment. Ich habe schon gedacht, dass das irgendwie seltsam noch, was heißt seltsam, dass das noch eine coole Entwicklung hier geben wird. Die Entwickler werden mir gerade immer sympathischer. hat das was mit der infizierten Frau zu tun, genau. Hat es etwas mit der infizierten Frau zu tun? Naja, das hier ist die Nachricht, die sie mir überbringen wollte. Hat es was mit dem Fieber zu tun? Irgendeine Art Quarantäne oder so? Ich weiß es nicht. Danke für deine Hilfe, Harper. Ich weiß das zu schätzen, wirklich. Ich bin übrigens Jane. Danke. Ich bin Harper. Ja, das weiß ich. Oh Mann. Kennst du das, wenn man es einfach nur bereut, morgens nicht im Bett geblieben zu sein? Diese schäbige Matratze nennst du ein Bett? Nur zu deiner Information, das ist eine sehr teure Astronautenmatratze. Ja? Von wem? Laika, dem Weltraumhund? Nein. Hey! Auf Wiedersehen, Harper. Komm rüber zu mir ins Hotel, wenn du mehr kryptische Nachrichten findest. Okay, das heißt dann was? Dass wir wahrscheinlich noch was finden werden. Was mache ich denn jetzt am besten? Am besten mit dem Professor reden, oder? Würde ich mal glatt behaupten. Weil den müssen wir jetzt auch informieren. Außerdem haben wir das Auto auch flott gekriegt. Ach so, die kann mir jetzt aber nicht dabei helfen, dieses Logo zu machen, ne? Hey, Professor. Hallo, Harper. Nein, ich kann nicht mit dem Professor darüber reden. Wiedersehen, Professor. Mach's gut, Harper. Also habe ich jetzt wieder eine Sackgasse, oder was? Jetzt war ich so froh, dass ich endlich mal diesen Mist hier hinter mir gebracht habe. Jetzt habe ich quasi gar keinen, mit dem ich jetzt irgendwie reden kann oder was. Ich gehe jetzt mal zu ihr. Ja, ins Hotel. Also wartet sie unten oder muss ich auf ein spezielles Zimmer dann gehen? Sie wartet unten. Hey, Halliwell. Hey, Harper. Du schreibst also einen Artikel über das Yelltown-Fieber? Ich versuche es, aber ich komme nicht so richtig weiter. Ich habe es beim RHC-Behandlungscamp probiert, aber die haben nicht mal mit mir gesprochen. Nun habe ich auf Informationen von Patty gehofft. Naja, du weißt ja, wie das lief. Aber dieser Funkspruch hat eine Vermutung bestätigt. Irgendwas stinkt zum Himmel in Yelltown. Oh, das ist nur Mrs. Danmans Tigerkätzchen. Sehr witzig. Du warst also beim Camp der RHC? Ja. Die Nummer mit der verirrten Touristin kommt nur leider bei diesen Leuten nicht gut an. Warum fragst du? Ach, nur so. Bin einfach ein guter Zuhörer. Nein, weil du wissen willst, ob sie irgendwie ein Logo herzaubern kann. Hat die Port Nicola Times dich nach Yelltown geschickt? Naja, ich bin Freelancerin. Schick. Nein, Freelancen bedeutet Tiefkühlpizza. Viel Tiefkühlpizza. Aber ich glaube, ich bin hier an was dran. Ich habe das einfach im Gefühl. Wenn ich diese Story bringe, müssen sie mir eine Festanstellung geben. Vielleicht sogar eine eigene Kolumne. Okay. Was ist so schlecht an Tiefkühlpizza? Abgesehen davon, dass die ungesund ist. Was weißt du über das Yelltown-Fieber? Über die Krankheit selbst? Vermutlich nicht mehr als du. Niemand weiß, was es ist und wie es sich verbreitet. Wir wissen nur, dass es tödlich verläuft. Und das schnell. Senatorin Thurlow sagt, die RHC hat es geschafft, die Krankheit zu isolieren und behauptet, alles sei unter Kontrolle. Plötzlich bekomme ich aber eine seltsame Nachricht von einer Informantin, die mich bittet, nach Yelltown zu kommen. Du bist also nach Yelltown gekommen, um deine Informantin zu treffen?
Unter einem falschen Namen. Patty bat mich, vorsichtig zu sein. Sehr vorsichtig. Patty, ist das die Frau, die... Genau. Allerdings ist dieser Funkspruch nun alles, was ich habe. Ich weiß weder, wer sie war, noch was sie mir sagen wollte. Mist. Was genau hat Senatorin Thurlow damit zu tun? Liest du keine Zeitungen? Lass uns für einen kurzen Moment annehmen, dass ich das nicht tue. Du kennst sie. Sie ist diejenige, die eine weltweite Gesundheitsinitiative zur Auslöschung aller Krankheiten gründen will. Ja, die Frau von diesem Gesundheitsdings. Der Gesundheitsausschuss des Repräsentantenhauses. Ich habe sie interviewt, damals, als sie zur Vorsitzenden gewählt wurde. Sie ist eine kluge Frau. Thurlow hat der RHC hier in Yelltown die Verantwortung übertragen. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Vertraust du der RHC nicht? Ich bin mir nicht sicher. Die RHC ist das erfolgreichste medizinische Privatunternehmen der nördlichen Hemisphäre. Sie haben schon ähnliche Krisen problemlos meistern können. Aber? Kein Aber. Ich habe nichts Konkretes gegen sie in der Hand. Es ist nur so ein Gefühl. Bis später. Bis später, Harper. Und genau deswegen, weil sie die erfolgreichsten sind und die Krisen meistern konnten, bin ich davon überzeugt, dass die irgendwo Dreck am Stecken haben. Bin ich ganz ehrlich. Weil meistens ist es ja so. Den Funkspruch, okay, aber wieso kann sie mir jetzt hier nicht weiterhelfen? Wir könnten jetzt nochmal zum Professor gehen, aber der scheint mich ja irgendwie gekonnt zu ignorieren. Ich würde jetzt einfach mal sagen, damit das thematisch so ein bisschen beisammen bleibt, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann überlege ich mir mal was. Ja, wir müssten, also was überlegen ist natürlich so eine Sache. Ne? Vielleicht müssen wir mit allen Leuten nochmal sprechen, ob sich da jetzt nochmal was Neues ergibt. Vielleicht doch nochmal mit dem Professor, das wäre natürlich cool, wenn da mal was Neues kommen würde. Aber ja, wie gesagt, der ignoriert mich ja gekonnt schon die ganze Zeit. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!